Ich grüße den Skorpion zu deiner Botschaft für den Monat August. Bedenke bitte, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Spüre in dich, denn nur du weißt, ob du in Resonanz gehst. Schau vielleicht, wenn hier nicht alles dabei ist an Botschaften, bei deinem Aszendenten nach oder bei deinem Mondzeichen kannst du auch noch mal schauen. Wie gesagt, spüre in dich, fühle nach und das ist wichtig. Und dann schauen wir mal, was der August dir mit auf den Weg geben möchte, wo du vielleicht noch mal hinschauen darfst, was kommen möchte. Vielleicht darfst du noch irgendwo dran arbeiten. Da werden wir jetzt mal schauen, was die Energien dir mit auf den Weg geben möchten. So, sehr schön. Okay. Eine bitte. Eine bitte. Danke. So. Lieber Skorpion, du kommst immer mehr in die Energie der Fülle. Und wie ihr immer wisst, sage ich ja, die Fülle in uns ist immer als erstes das Wichtigste. Dass du dich sicher fühlst, dass du weißt, dass du wirklich von allem unterstützt und beschützt bist. Die Engel sind an deiner Seite, sie umarmen dich dafür, ja, wie weit du hier schon gekommen bist und möchten dich jetzt in diese Fülle bringen. Die Fülle, wenn du die in dir hast, dann hast du sie auch im Außen. Sei voller Zuversicht, hier leuchtet dein Stern. Achte ein bisschen auf dein Sakralchakra, Nabel der Welt, Nabel der Wunscherfüllung. Die Schöpferkraft des Universums fließt durch mich und trägt mich. Ich danke für den Floh und all den Segen. Also du hast definitiv hier den Segen an deiner Seite. Auf allen Ebenen. Du hast Schutz an deiner Seite, das Liebesglück an deiner Seite. Natürlich auch mal wichtig zu dir selber. Aber hier möchte die Fülle komplett in dein Leben kommen. Du kannst vielleicht auch ein bisschen mit der Mistel arbeiten, ne? Wenn du Misteln hast. Halt eben vielleicht mal eine Räucherung auch mit Misteln machen in diesem Monat. Das Ganze unterstützt dich noch. Und es schützt auch. Also eine wunderschöne Schutzenergie. Hier wird ganz viel Altes, wo du lange dran gearbeitet hast. Also das kommt absolut in die Stabilität. Wisse, dein Stern leuchtet da. Bleibe in deiner Zuversicht und fühle dich jederzeit sicher und beschützt, denn das bist du. Und das ist eine wunderschöne Energie, die hier fließen möchte und darf. Okay, und lass dich hier wirklich nicht, ne, auch du hier nicht von außen Energien irgendwie triggern, sondern dann lass dich von deinem Engel umarmen und wisse, du bist in Sicherheit. Ich vertraue darauf, dass mir die richtigen Menschen begegnen. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich dabei unterstützen, meine Fähigkeiten optimal einzusetzen und das Leben zu führen, das ich mir wünsche. Sehr schön. Mein Sein bereichert die Welt. Ich bin ein Geschenk. Denke immer daran. Dann bist du auch absolut in deiner Fülle. Jeder ist berufen, etwas in der Welt zur Vollendung zu bringen. Und das wirst du. Ich behalte meinen Fokus. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen, so komme ich an mein Ziel. Versuche nicht so viele Dinge auf einmal zu tun. Wisse, was du willst,
was die wichtigste Sache heute und morgen ist. Bemühe dich beharrlich und schaffe es. Genau. Step by step. Da hast du auch wahrscheinlich wirklich schon, ne, der ein oder andere dran gearbeitet. Und darum ist hier auch diese schöne Energie da, die dich in diese Fülle, vor allem in die Fülle zu dir selbst bringen möchte. Das ist wunderschön. Eine bitte. Danke. Sei achtsam. Genau, mach nicht alles auf einmal. Sei achtsam mit dir selber. Sei voller Zuversicht. Die Fülle möchte zu dir. Lass das Ganze fließen und mache langsam. Man muss nicht immer so durchs Leben rasen. Wünsche sind dazu da, verwirklicht zu werden. Schau, wie andere es gemacht haben, die ähnliche Wünsche hatten. Vorbilder sind wichtig. Und du bist meines. Ich liebe deinen Mut. Sehr schön. Mache einen Wunsch. Wenn du vielleicht noch, ne, einen Wunsch hast, kannst du hier wirklich super schön mit der Mistel auch arbeiten. Energien reinigen, aber auch zum Schutz mit der Mistel auch sehr schön. Ein bisschen mit deinem Sakralchakra arbeiten, wenn du magst. Und ansonsten sei voller Zuversicht und freu dich, ne, auf dein Sternchen, welches hier leuchtet, dass die Fülle in dein Leben kommt. Und das ist etwas Wunderschönes. Lass es fließen, du bist beschützt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten August. Freu dich auf die Weiterentwicklung, die hier stattfindet. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.